Sag mal, was soll das denn? Ich habe gerade Kesselbrand nach draußen begleitet. Schon ist er das neue Zeitlingbekannte neben Event Celestina Neuer Groove. Ich erinnere mich an Celestina Neuer Groove, das habe ich doch auch nicht gespielt, weil ich im Urlaub war, oder? Wann war das denn? Sind die jetzt drauf gekommen, jetzt einfach alle Zeitlingbekannten neben Events, die noch offen sind, mal gerade abzuklappern? So kommen die denn nicht alle auf einmal? Ja gut, dann geht's mal los. Dumbledore möchte, dass ich eine geheimnisvolle Besucherin nach Hogwarts begleite. Wer könnte das nur sein? Werde ich es schaffen, ohne unnötig Aufmerksamkeit zu erregen? Ach so, jetzt habe ich schon wieder gar nicht. Was wollte ich machen? Ah, nee. Genau, ich hatte mich. Dumbledore, jetzt halt, komm schnell! Ja, sofort, Hagrid. Genau, ich hatte mich ja eigentlich eingeloggt, weil ich nur jetzt vom Schlafengehen nochmal schnell Energiepunkte farmen wollte. Werde ich ja, wie ihr seht, die Energiepunkte, die da jetzt sind, das sind noch die Schokofroschkarten, die ich von Kesselbrand bekommen habe. Jetzt kommen hier noch die im Schlaf sollen und eigentlich wollte ich jetzt ins Bett gehen und morgen dann die Lektion machen. Von Kapitel 56, die ja noch ausstehen. Und dann crasht mir einfach Celestina dazwischen. Ich habe ja jetzt auch gar nicht. Energiepunkte, ich hatte ja gerade erst eine Zeit, wie kennst du das Event? Ich hab doch gar keine Energiepunkte. Ja, 1 von 4, 1 von 4, das werden wieder 16 Aufgaben sein. Ja, schauen wir doch mal, was, So, das erste wird wahrscheinlich eine 1-Stunden-Aufgabe. Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, war Okami mein Urlaub vor anderthalb Jahren. Und deswegen konnte ich das Okami-Event nicht machen. Und Celestina war, glaube ich, letzten Sommer, oder? War das so? Ich weiß nicht mehr. Aber ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wann ploppen die mir dann mal wieder auf, aber nicht extra dafür hier unten, dieses Buch, wo steht, du hast alle verfügbaren Spezialabenteuer abgeschlossen. Ich hatte ja immer gedacht, die ploppen hier mal auf und dann könnte ich selbst entscheiden, wann ich das mache, aber naja, toll. Jetzt ist bei mir gerade Sonntagabend, das heißt, in der Arbeitswoche kann ich das jetzt machen, danke. Hallo, Professor Dumbledore, Sie wollten mich sprechen. Warum denn jetzt und nicht letztens, als keine neuen Kapitel kamen und ich die Folgen mit Pokémon Gelb auffüllen musste? Ja, ich habe eine dringende Aufgabe, aber sie kann nur von jemandem erledigt werden, dem ich vertraue. Bist du nach Castelobroxo gewechselt? Ich sehe, du hast den Schulumhang von Castelobroxo an. Ach, egal. Du hattest schon öfter mit Geheimnissen zu tun, Bailey, darum habe ich an dich gedacht. Wie kann ich behilflich sein? Ein hochgeschätzter ehemaliger Schüler kommt bald nach Hogwarts für einen wichtigen Besuch. Ich brauche jemanden, der diese Person am Bahnhof abholt und dafür sorgt, dass sie ohne Schwierigkeiten hier ankommt. Dieser Gast ist recht berühmt, darum gibt es etliche Leute, die sich sehr für diesen Besuch interessieren würden. Ich möchte unserem Gast den Ärger ersparen und ihm einen sorgenfreien Aufenthalt bieten. Ich helfe Ihnen gern, Professor Dumbledore. Wer ist es denn? Bestimmt eine Berühmtheit. Leider musste ich Geheimhaltung schwören, bis unser Gast gekommen ist. Ja gut, dann kann ich anfangen zu vermuten. Ich sag Newt Scamander. Nein, das ist nicht. Aber ich kann dir trotzdem nicht sagen, wer es ist. Na gut. Aber ich schätze, ein paar Hinweise können nicht schaden. Ich kann dir nicht verbieten zu raten, was die Identität unseres geschätzten Gastes angeht. Igor Karkaroff. Ach nee, ist kein ehemaliger Hogwarts-Schüler. Naja. Wie vermutet, da hätte ich mir das Energiepunkte-Farm auch wieder sparen können. Du wirst eine Persönlichkeit begleiten, die schon als Kind berühmt war. Och, das wusste ich gar nicht, dass sie schon als Kind gesungen hat. Ich meine natürlich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ehemalige Hogwarts-Schüler kennen bestimmt das ein oder andere Geheimnis. Darum werde ich mich bald kümmern. Ich frage mich, worum es in all den Papieren geht. Meine Güte, Dumbledores Schreibtisch ist wirklich unordentlich. Wieso? Da liegt doch nichts drauf. Sie ist eine hochgeschätzte Persönlichkeit, das kann ich dir versichern. Wenn ich nicht weiß, um wen es geht, wie soll ich die Person. Wie soll die Person mich dann. Ja, also mich kann sie ja erkennen. Sagen wir einfach, der Typ im Castelobroxo-Umhang in Hogsmeade. Da laufen nicht so viele Leute mit Castelobroxo-Umhang rum. So. Oh ja, also wer könnte das denn nur sein? Molly Weasley. Ach nee, die kennen wir ja schon. Jetzt noch im Orden des Phönix. Kingsley Shacklebolt, war der auf Hogwarts? Bestimmt. Oder Gilderoy Lockhart kennen wir auch schon, aber Quirinus Quirrell, der war auch schon lange nicht mehr da, aber der kommt ja bald wieder. Wenn ich die Schule schon habe, kommt der ja wieder. Ja, Lickhart. Er war denn noch Verteidigung gegen die dunkle Künstlehrer? Lockhart kam schon vor, im dritten war es Lupin haben wir auch schon gesehen, im vierten war es Moody. Ey, alle Verteidigungen gegen die dunklen Künstlehrer kamen schon vor. Wer war denn im fünften?
Wer war denn in Harrys 5. Jahr im Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ich weiß gar nicht mehr. Da ging es so viel um die Liebe. War mal im 6. war Snape und im 7. waren es die Carrows. Aber wer war es denn im 5.? Das kann doch nicht sein. Ach, Umbridge! Kann ich die denn vergessen? Naja. Okay, dann machen wir mal weiter. Unser Gast vereint in Gryffindor. Dann können es Lily oder James Potter. Ah ne, die sind tot. Du wirst... Ja gut, das hat mich schon. Am Bahnhof wird es von Presse nur so wimmeln. Es ist deine Aufgabe, für die Sicherheit unseres Gastes zu sorgen. Also, bisher habe ich Folgendes rausgefunden. Unser Gast ist weiblich, denn sie haben vorhin sie gesagt, als es um die Person ging. Und nicht, als es um die Anrede mit mir ging, weil manchmal sehen sie sich, manchmal duzen sie mich. Manchmal haben sie mich nur mit Nachnamen, ohne Herr oder Mister angesprochen. Na egal. Ach wirklich, das muss mir so rausgehuscht sein. Außerdem haben sie gesagt, dass unser Gast schon als Kind berühmt war. Also war es nicht Rita Kimco an? Oder war, die waren nicht als Kind schon berühmt? Außerdem war sie in Gryffindor. Und wenn sich die Presse für sie interessiert, dann ist sie bestimmt immer noch berühmt. Heißt das, du hast eine Vermutung? Ja, unser geschätzter Überraschungsgast ist bestimmt... Millicent Bergnold, auf jeden Fall. Ja, ich bin mir ganz sicher. Millicent ist in der Tat eine bemerkenswerte Hexe. Mit einem Knall namens Karl. Aber leider wirst du noch etwas warten müssen, bis du die richtige Antwort erfährst. Um unnötige Aufmerksamkeit zu vermeiden, wird die Person bei ihrer Ankunft verkleidet sein. Sie hat einen Fiesaftrank getrunken und sieht aus wie du. Naja, du wirst sie an ihrer auffälligen Federboa erkennen. Und sie wird mich erwarten. Ich habe ihr gesagt, dass ich einen meiner talentiertesten Schüler schicken werde. Und dann wird sie, wenn sie auf den talentiertesten Hogwarts-Schüler wartet, wird sie natürlich den Kasselhofbruchstor-Schüler ansprechen. Wenn du sie siehst, sag einfach den Satz, endlose Aufregung wartet, dann weiß sie, dass ich dich geschickt habe. Das kann ich mir merken. Endlose Aufregung wartet, ganz einfach. Na, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ich mir das merken kann, denn, wie gesagt, ich habe jetzt gerade Sonntagabend. Das heißt, die nächste Folge werde ich Montagmorgen vor der Arbeit direkt nach dem Aufstehen aufnehmen. Ob ich mich da an den Satz, endlose Aufregung wartet, erinnere? Ah, endlose Aufregung wartet. Und bevor du losgehst, vielleicht brauchst du etwas Hilfe bei deiner Reise. Allerdings ist es wichtig, dass du die richtigen Freunde wählst, wenn du dir eine Begleitung suchst. Es sollte jemand sein, dem du vertrauen kannst und der versteht, wie vertraulich diese Angelegenheit ist. Also wenn es um Musik geht, dann sind ja Penny oder Kiara. Wer damals die Playlist gemacht? War das Kiara oder war das Penny? Ich kenne genau die richtige Person. Gut, Kiara ist nicht dabei, dann muss ich ja Penny nehmen. Penny ist, wenn es um Musik geht... Ich meine, Talbot hätte ich lieber dabei, aber wenn es um Musik geht... Wenn es um Musik geht, Penny... Ah ne, das war... Wenn es um Geld geht, Sparkasse... Nein, Penny. Sie hat ein großes Herz und ist sehr einfallsreich, aber vor allem weiß ich, dass ich ihr vertrauen kann. Ah ja, Miss Haywood. Sie wird bestimmt begeistert sein. Nachdem du deine Begleitung gewählt hast, solltest du dich beeilen. Dazu kommt demnächst an. Okay, ich werde Penny holen und direkt zum Bahnhof Hogsmeade gehen. Sie können sich auf uns verlassen, Professor Dumbledore. Ja. Es ist an der Zeit, unsere geschätzte Besucherin zu begleiten. Geh schnell nach Hogsmeade. Das ist ja jetzt sehr interessant. Das heißt also, am Donnerstag kommen ja immer die neuen Sachen und da kam das Hauptkapitel. Dann kam sie auf die Idee, die alten Sachen aufpoppen zu lassen. Das heißt, ich mache jetzt zweizeitig bekannte Nebenevents hintereinander. Das heißt, bis zum nächsten Donnerstag, wo voraussichtlich ein neues aktuelles zeitlich begrenztes Nebenevent kommt, werde ich es wahrscheinlich nicht mal schaffen, die Hauptstory fertig zu machen. Ja, da bin ich mal gespannt, was nächsten Donnerstag kommt. Ich meine, wenn es ein zeitlich begrenztes Nebenevent ist, muss das natürlich vorgeschoben werden. Wenn es wieder so ein Tierwesen gedöns ist, meine ich natürlich als die Hauptstory. Aber jetzt ist erstmal Millicent Bergnold am Bahnhof dran. Okay, hier sind wir nun am Bahnhof. Es ist viel los, dabei ist gar nicht der 1. September. Auf dem Bahnsteig ist einfach nicht genug Platz für so viele Menschen. Geht nach Hause. Das stimmt natürlich. Oder haben die Leute erfahren, dass ein Star vorbeikommt? Sind hier sogar Leute vom St. Mungo. Der Zug ist so früh angekommen, aber irgendwie bin ich trotzdem verspätet. Lasst mich in Ruhe, ich bin wegen einer Story hier. Ah, soll ich sie abholen, Miss Kim Korn? Danke, dass du mich begleitest, Penny. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann und deine positive Einstellung wird unseren Gast bestimmt beruhigen. Was unseren geschätzten Gast angeht, ich sehe niemanden, der berühmt aussieht. Zumindest noch nicht. Das ist doch Kim Korn. Dumbledore hat gesagt, dass die geschätzte ehemalige Schülerin, die wir begleiten sollen, eine Federboa tragen wird. Daran werden wir sie erkennen. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, wer es ist. Ich liebe Geheimnisse, aber ich hasse es, Dinge nicht zu wissen.
Sobald wir eine Federbohr entdecken, werden all unsere Fragen beantworten. Siehst du irgendjemanden, auf den diese Beschreibung zutrifft? Der Bahnsteig ist so voll, dass ich überhaupt nichts erkennen kann. Ich auch nicht. Hier ist einfach so viel los. Ich sehe keine Federbohr. Oh, nein, sehe nur das Ritter Kim Korn. Ich schätze, Dumbledore hatte recht. Die Person, die wir begleiten sollen, scheint wirklich berühmt zu sein. Und das ist genau die Art von Aufmerksamkeit, die unser Gast um jeden Preis vermeiden möchte. Wir sollten uns beeilen und sie finden, bevor uns Rita zuvorkommt. Also, wo könnte der Gast denn versteckt sein? Gast? Gast? Ihr beide haltet bestimmt nach einer wichtigen Person Ausschau, das sehe ich euch an. Sie muss hier irgendwo sein. Ich sehe aber keine Federbohr. Penny, hast du... Bist du dir sicher, dass er Federbohr gesagt hat und nicht Lederhose? Ziemlich. Im Zug war ziemlich viel lustig in deine Berühmtheit, habe ich gehört. Immer noch keine Bohr? Vielleicht ist sie schon verschwunden. Immer noch keine Bohr? Vielleicht ist sie schon verschwunden. Immer noch keine Bohr? Vielleicht ist sie schon verschwunden. Ich habe niemanden gesehen, auf den diese Beschreibung zutrifft. Tut mir leid. Aus Weg, sonst verpasse ich meinen Zug. Ich glaube, ich sehe sie. Da ist sie doch. Federbohr, da drüben. Ich glaube, ich sehe sie. Da ist sie doch. Federbohr, da drüben. Bist du dir ganz sicher, dass nicht wir es sind, die eine Federbohr tragen sollten? Nee, da ist doch eine. Da drüben, das muss sie sein. Ist sie das? Da drüben, das muss sie sein. Und jetzt fehlen mir wie viele Punkte? 3. Okay, gut, also ich würde sagen, da schwenkt die Kamera hin, das muss sie sein. Ist das nicht Millicent Becknold? Also auf jeden Fall ist da die Federbohr. Ihr Gesicht ist bedeckt, aber das muss die Person sein, die wir verdammt da abholen sollen. Du hast recht, ich sehe keine andere Federbohr. Hallo, ich bin Cody Bailey, Dumbledore hat uns geschickt, um sie nach Hogwarts zu begleiten. Oh, du hast mich bestimmt verwechselt, tut mir leid, ich war dir nur auf einen Freund. Hm? Oh, wir haben uns wohl geirrt. Oh, warte, ich soll was Bestimmtes sagen. Keine Sorge, jetzt ist es mir eingefallen. Kommen Sie mit. Endlose Aufregung wartet. Ah, wie wunderbar, dich kennenzulernen. Dumbledores Freunde sind doch meine Freunde. Himmel, ich kenne diese Stimme. Es ist Celestina Warbeck. Ich bin sprachlos. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Schon in Ordnung. Sprich bitte leise, aber ja, ich bin es. Und es ist mir ein Vergnügen, euch beide kennenzulernen. Es tut mir leid für meine Worte vorhin. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind so viele Reporter unterwegs, die herausfinden möchten, warum ich Hogwarts besuche. Schon in Ordnung, Miss Warbeck. Da verstehen wir. Und wir werden sie nicht mit allzu viel Fragen belästigen. Aber apropos Reporter, gerade eben ist Rita Kempcott hier irgendwo rumgeschlichen. Da sieht man sie. Nachdem wir sie gefunden haben, sollten wir schnell nach Hogwarts gehen, bevor sie uns entdeckt. Ja, lasst uns aus der Öffentlichkeit verschwinden. Und sobald wir in Sicherheit sind, würde ich gerne etwas mit dir besprechen. Hallo? Oh, das war doch die Freundin von der Fan-Dame, Violet. Was macht Violet denn hier? Sind Sie mit der auch befreundet? Ich weiß nicht mehr, wie ich dir gesprochen habe. Mist. Naja. Danke, dass du mich sicher nach Hogwarts begleitet und mir geholfen hast, Rita Kimcon zu entkommen. Gern geschehen, Miss Warbeck. Es tut mir leid, dass Penny uns vorzeitig verlassen musste. Ich glaube, sie war in ihrer Anwesenheit etwas nervös. Schon in Ordnung, Cody. Ich bin daran gewöhnt. Wow. Celestina Warbeck. Sie sind es wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass dieses Neben-Event jemals wiederkommt. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Cody. Und nachdem du dich als vertrauenswürdig erwiesen hast, möchte ich gerne etwas mit dir besprechen. Ich brauche deine Hilfe, aber es geht um eine sehr diskrete Aufgabe. Dieser Besuch ist sehr persönlich für mich und du weißt bestimmt, wie schnell sich Gerüchte verbreiten, insbesondere wenn Rita Kimcon beteiligt ist. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir, Miss Warbeck. Dann werde ich dir den Grund für meinen Besuch sagen, ganz unter uns. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Ich höre zu. Was haben Sie zu erzählen, Miss Warbeck? Ich bin ein emotionaler Trümmerhaufen. Mit mir geht es ständig auf und ab. Diese Schule hat sich kein bisschen verändert. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über mich sagen. Es ist seltsam, wenn ich mir vorstelle, dass sie auch hier herumgelaufen sind, genau wie ich. Diese Schule hat sich kein bisschen verändert. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über mich sagen. Ja, aber hier wiederholen wir uns sehr schnell. Aber hier sind immer die bunten Rahmen. Ah, jetzt nicht. Hi, Violet. Früher bin ich oft genau hier gestanden und habe für dieses Porträt gesungen.
starrt uns das Porträt da an. Ich frag ja nur. Ja, hier wiederholen wir es auch schon, aber hier sind jetzt halt die bunten Dinger drumherum. Und wenn es bunt ist, muss ich hier drücken. Sorry. Bunt? Immer noch bunt. Jetzt ist blau, oder? Mal hier weiter. Es ist meine Ehre, in den Räumen hier mit der berühmten Celestina Warbeck zu tuscheln. Keine Sorge, Miss Warbeck, ich kann schweigen wie ein Grab. Ich höre ihre Lieder das ganze Jahr über, Miss Warbeck, aber ganz besonders an Weihnachten. Ja, jetzt ist hier wieder. Jetzt mal hier weiter. Ich habe mich in letzter Zeit nicht mehr so wie ich selbst gefühlt. Darum wollte ich nach Hogwarts zurückkehren, um mein Ich wiederzufinden. Ich warte schon seit einiger Zeit auf eine Inspiration. Ich bin ein emotionaler Trümmerhaufen. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Ach, komm schon. Ja, jetzt ist die Frage. Den letzten Stern verpulvern? Nee. Ich glaube, auf den letzten Stern kann ich dann... Wobei, hier kommt den einmal noch. Hat's gereicht? Nee. Verzichte ich jetzt auf den letzten Stern? Naja, komm. Das ist ein oder... Ich hätte ja jetzt die 3 Stunden... Ach, hier sind ja auch noch Energiepunkte. Mist. Ja gut, dann hat sich das jetzt eh erledigt. Ja gut, dann, Celestina, Entschuldigung, dass ich kurz abgelenkt war. Ich habe Schokofroschkarten geöffnet. Das mache ich sehr gerne, müssen Sie wissen. Ja, dann habe ich ja jetzt genug. Weil sonst könnte ich ja jetzt hier auch die letzten Sterne, die ich nicht brauche, auch einfach mal mir aufsparen. Weil ich ja jetzt tatsächlich diesmal ein bisschen Zeitdruck habe, weil ja jetzt zweizeitlich die ganzen Events unmittelbar nacheinander kommen. Naja. In letzter Zeit habe ich mich nicht mehr wie ich selbst gefühlt, verstehst du? Ungefähr wie ein Treiber ohne Schläger. Was die Musik angeht, sind meine Ideen oft ziemlich radikal, aber meine aktuelle Durststrecke dauert schon länger an als gewöhnlich. Darum ging es mit meinen Emotionen in letzter Zeit auf und ab. Ich habe extreme Höhen und Tiefen durchlebt. Und da dachten sie, dass sie zu ihren Anfängen zurückkehren können, um sich inspirieren zu lassen. Genau. In Hogwarts bin ich zum ersten Mal als Sängerin aufgetreten. Hoffentlich kann ich dieses Erlebnis wiederholen. Um meine Kreativität wiederzufinden, möchte ich ein ganz besonderes Konzert in vertrauter Atmosphäre für Schüler und Lehrer geben. Du kannst gerne deine Freundin mitbringen, die so leicht nervös wird. Wie hieß sie nochmal? Penny! Sie wird begeistert sein von der Idee, an etwas so Spektakulärem mitzuwirken. Das hoffe ich doch. Aber ehrlich gesagt habe ich so einige Bedenken, was das Konzert angeht. Ich brauche deine Hilfe, damit alles reibungslos abläuft. Was kann ich tun, Miss Warbeck? Rita Kimcon und ihre Kollegen sind ständig auf der Suche nach einem Grund, um behaupten zu können, dass mich mein Talent verlassen hat. Wenn sie mich dabei sehen oder herausfinden, dass mir die Ideen ausgegangen sind, werden sie es bestimmt ausschlachten. Keine Sorge. Wir werden alles tun, was wir können, um ihren Besuch geheim zu halten, Miss Warbeck. Natürlich. Aber Geheimhaltung hat ihren Preis. Um mich unauffällig zu verhalten, musste ich ohne meine Todesfee Background-Sängerinnen reisen. Rita hätte sie sofort erkannt. Und jetzt habe ich keine Background-Sänger für die Show. Wer wird meine berühmten Melodien singen? Ich bin mir sicher, dass wir ein paar Schüler hier in Hogwarts finden, die gerne aushelfen. Alansa, die Schwestern des Schicksals. Oh, das wird eine positive Einstellung. Jetzt verstehe ich, warum Dumbledore dich so sehr mag. Wenn du Schüler kennst, die etwas von Musik verstehen und es gewohnt sind, in einer Gruppe zu singen, dann wäre ich dir sehr dankbar. Da kenne ich genau die richtigen Background-Sänger. Den Froschchor. Das ist bestimmt die perfekte Begleitung. Ich kann aus erster Hand bestätigen, dass wir großartig sind. Ja, ich bin ja auch so oft dort zur Probe. Das ist eine tolle Idee. Vorausgesetzt, wir können darauf vertrauen, dass der Froschchor diskret sein kann. Ja, diskret aus die Schwestern des Schicksals. Wir können ein Geheimnis für uns behalten, Miss Warbeck. Sie können sich auf uns verlassen. Oh, ich fühle mich schon besser und du hast mich auf eine Idee gebracht, wie wir das Ganze noch interessanter machen können. Was meinen Sie, Miss Warbeck? Zu meiner Schulzeit haben mir meine Lieblingslehrer eine Chance gegeben, mein Talent fortzuführen. Ich würde gerne dasselbe für ein Nachwuchstalent von der Schule tun und jemanden ein Solo bei meinem Konzert singen lassen. Nicht ich. Vielleicht kennst du eine vertrauenswürdige Person, die dafür geeignet wäre. Ich würde ihr gerne den besten Platz auf der Bühne überlassen. Meine Freunde sind allesamt auf ihre eigene Art sehr talentiert und ich würde praktisch allen von ihnen dieses Geheimnis anvertrauen. Ich werde welche von ihnen anschreiben und anfragen, wer interessiert wäre. Natürlich werde ich dafür sorgen, dass sie es nicht weitererzählen. Ein geheimer Talentwettbewerb? Wie aufregend! Wenn mir deine Freunde ihr Talent vorführen, kann ich bestimmt problemlos einen Solokünstler auswählen, der mich und den Froschchor begleiten wird. Hervorragend! Ich werde sie in die große Halle holen für unseren streng geheimen Talentwettbewerb. So. Diego Kaplan ist bereit zu tanzen! Der Tanzwettbewerb kann beginnen! Talentwettbewerb, Diego, nicht Tanzwettbewerb. Ah, hallo, Miss Warbeck. Wer ist denn schon als hier? Da haben wir ja Kandidaten für den Talentwettbewerb hier. Mein Talent ist ja einzelgängerisch.
Ich bin nur hier, um zuzuschauen. Es ist toll, die Aufregung in der Luft zu spüren. Wer war denn als Kandidaten? Diego, Bedia, Andrea und Jay. Du auch? Ach, Knall. Ja, natürlich. Oh, ich nehme nicht teil. Knall liebt einfach jede Show. Also nur die vier hier vorne. Aha, da bin ich mal gespannt. Von denen... Danke, dass ihr euch alle so schnell eingefunden habt. Ihr seid hier, um mir und unseren geheimnisvollen Gast euer beeindruckendstes Talent zu zeigen. Und einer von euch wird mit einer Gelegenheit belohnt, die man nur einmal im Leben bekommt. Du hast keiner Menschenseele etwas erzählt, was diesen Talentwettbewerb angeht. Ich möchte was mehr über die Belohnung hören. Hoffentlich ist es eine Art von Schatz. Vorerst wurde ich um Verschwiegenheit gebeten, aber eines kann ich euch sagen. Die Person, die ausgewählt wird, darf zusammen mit einer weltberühmten Person auftreten. Leider kann ich euch im Moment nicht mehr sagen, aber zur rechten Zeit werde ich euch alles erklären. Wenn ihr mir alle versprecht, diese Sache für euch zu behalten, dann kann der Talentwettbewerb beginnen. Okay, dann... jetzt wieder 5 Sterne. Jetzt mal weniger Energiepunkte. Ja, gut, okay. Dann legen wir mal los. Ja, okay. Ist er jetzt soweit? Ja, sehr schön. Also, du tanzt, du designst, du malst... Und Jay? Ah, ich kann Jay nicht sehen. Naja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jeder sein eigenes Talent dann hinterher bei ihrem Konzert präsentieren darf. Meine Freunde sind wirklich talentiert, scheinen sich aber nicht fürs Singen zu interessieren. Ein besseres Outfit wirst du in ganz Hogwarts nicht finden. Sieh dir nur die Doppelnaht an, mit der ich diesen Saum verstärkt habe. Vielleicht werde ich einen neuen Tanz für dieses Konzert lernen. Diego Kaplan liebt Musik, ist aber kein Sänger. Ein besseres Outfit wirst du in ganz Hogwarts nicht finden. Ja, das heißt, ich kann jetzt bitte einmal rüber. Wenigstens einer von euch singt doch bestimmt gerne, oder etwa nicht? Meine Freunde sind wirklich talentiert, aber hier ist... Ich will einmal rüber switchen, bitte. Ja, danke. Wird die ja malt? Und was macht Jay? Mir fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten, gleich bin ich fertig. Ich singe manchmal zum Spaß, aber die Malerei ist meine wahre Leidenschaft. Ich folge einfach der Action, das ist mein Talent, ich bin immer am Ball. Ich kann zwar nicht singen, aber ich könnte beim Konzert T-Shirts verkaufen. Und, ach Mist, da sind die Energiepunkte schon alle. Beim Bade des Merlin, deine Freunde sind wirklich talentiert. Und so vielseitig. Allerdings sind ihre Talente zwar sehr eindrucksvoll, aber niemand schien sich dafür zu interessieren, zu singen. Moment mal, ging es nur darum zu singen? Nee, danke. Das ist nichts für mich. Aber ich brauche einen Solokünstler für mein Konzert. Ein Nachwuchstalent, das ich fördern kann. So wie ich von meinen Lehrern gefördert wurde. Ich brauche jemanden. Mit einem ungeschliffenen Naturtalent, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Hast du das gehört? Woher kam dieser wundervolle Bariton? Ich weiß nicht so recht, ich habe ihn noch nie gehört. Can you dance like Hippogriff? Ma 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 ma, flying off from a cliff, ma 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 ma. Barnaby. Hi Cody. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Ganz im Gegenteil, die Bühne gehört dir. Du hast eine satte, klangvolle Stimme. Und trotzdem hast du nicht wie die anderen am Talentwettbewerb teilgenommen. Oh, ich habe nur zum Spaß gesungen. Eigentlich habe ich keine Ahnung davon. Deine Stimme ist perfekt. Du musst unbedingt mein Solokünstler werden. Erkennt man sich jetzt ohne Brille? Soll man sich jetzt erkennen, was er die Brille abgezogen hat? Du meine Güte! Sie sind Celestina Warbeck! Ich glaube, Barnaby mag auch Celestina. War er nicht Fan von Celestina Warbeck? Genau die. Es wäre mir eine Ehre, mit ihnen zu singen. Allerdings kann ich nicht singen. Du hast gerade eben gesungen, Barnaby. Oh, ich singe nur für Knall. Nun, jetzt wirst du für ganz Hogwarts singen. Und ich brauche dich bestimmt nicht daran zu erinnern, was für eine seltene Gelegenheit es ist, zusammen mit der einzig wahren Celestina Warbeck zu singen. Ganz bestimmt nicht. Es ist nur, so etwas habe ich noch nie getan. Sie singen ständig vor großen Menschenmengen, aber ich habe immer nur für Knall gesungen. Du schaffst es, Barnaby. Das oder das? Wenn Knall die A-Cappella-Version mag, stell dir nur vor, wie toll er den großen Auftritt finden wird. Knall scheint dir zuzustimmen. Okay, Knall. Ich werde es für dich tun. Oh, das ist einfach perfekt. Ich hatte eine Vorahnung, dass du mir zum Erfolg verhelfen würdest, Cody.
und ich möchte allen Teilnehmern des Talentwettbewerbs danken. Ihr alle seid unglaublich talentiert und ich freue mich darauf, euch beim Konzert zu sehen. Nachdem ich meinen Solokünstler gefunden habe, können wir die Band versammeln und gemeinsam proben. Hervorragend, wir haben bald eine Probe. Ich werde mit Professor Flitwick sprechen und ihn fragen, ob er es dem Froschkor erlaubt, mit ihnen aufzutreten. Ja, damit ist Teil 1 schon abgeschlossen. Ach, was ist schon? Wenn ich daran denke, dass ich das hier in der Arbeitswoche aufnehme, freue ich mich, ob ich das innerhalb von 2 Tagen und 23 Stunden noch schaffe, aber naja. Nachdem sie einen Solokünstler ausgewählt hat und der Froschkor bereit ist, scheinen die Vorbereitungen für Celestinas geheimen Auftritt wie am Schnürchen zu laufen. Was kann da schon schief gehen? Gar nichts. Deswegen sage ich jetzt Arrivederci, over and out.